Da bin ich wieder, zurück aus der kleinen Pause. Willkommen zurück mit Teil 3 unserer kleinen Farming Simulator 22 Session hier heute. Und ja, alle, die dazugekommen sind, natürlich wieder ein recht herzliches Hallo. Und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Unser kleines Feld hier ist fertig geworden. Dann wird der mal wieder geparkt. Ah ne, doch. Ne, doch, ne, doch, ne. Was jetzt? So, ein Stück zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf dem Feld auch noch brauchen wollen würde. Ich glaube schon. Dafür muss ich das aber erst kalken. Das Fett muss erst gekalkt werden. Okay, dann machen wir das. Was ist hier los? Ja. Die können dann noch einen Moment stehen und warten. Das ist alles okay. Der ist eigentlich leer. Steht hier hinten rum. Macht nichts. Wartet einfach nur drauf, dass hier nochmal irgendein Gerät ihn abruft, was nicht passieren wird. Das Feld ist fertig, also fertig geerntet. Dann lasse ich den auch mal hier hinten. Also nicht, was ich mit dem anstellen soll hier. Ich stelle den mal hier hin. So stelle ich den dahin. Fertig. Dann steht er da. Erstmal. 2 Mähdrescher kommen auf jeden Fall wieder hier hin. Mein Hof vorne wird richtig leer, ne? Was ist, wenn ich da vorne mal wieder 5 Mähdrescher brauche? Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Feld 35 sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das heißt, der kann weg. Und Feld 38 ist noch nicht fertig. Okay. Sonst wird er ja schon stehen. Arbeit beendet. Kann natürlich auch sein, dass das Ding in den Bäumen hängt oder so. Wundern würde mich hier erstmal nichts. Den Kurs brauche ich nicht speichern. Der war wertlos, wenn man sowieso dabei bleiben muss bei so einem kleinen Feld. Dann kann man es auch selber fahren. Bist du wieder? Ja, gut. Also was packe ich denn jetzt auf das große Feld da hinten drauf? Auf das Feld 52. Blumen wären eine Möglichkeit, Mais eine andere. Sonnenblumen, Sonnenblumen, Sunflowers, fertig, Thema durch. Sonnenblumen, kurz entschieden, kommen auf dieses Feld. Dafür habe ich da auch direkt die richtige Maschine hier. Hm.
Er hat es aber auch gleich geschafft. Er schafft den Rest allein. Ich weiß nicht, ob der da hinten über die Brücke kommt, weil der würde ja so weit rechts fahren, dass der bestimmt an der Brücke hängen bleibt. Sehr schön. Und jetzt darfst du es mal alleine versuchen. Ich gehe mal zu denen. Jedes Mal, ne? Jedes Mal übersehe ich diese Leitplanke. Wie oft denn noch? Ich glaube, ich muss mir da so einen Baum vorstellen oder so. Ist doch nicht wahr. Ach, wie schön. Na gut, dann. Hüpfen wir mal hier raus. Kennen wir ja schon, ne? Und jetzt versuchen wir das nochmal ohne Leitplanke. Was würde ich hier ohne die Kettensägenmod mit der Superkraft machen? Entweder würde ich ständig Fahrzeuge zurücksetzen oder ständig mit anderen Fahrzeugen nachhelfen müssen. Irgendwas ist ja immer. Nee. So schnell bin ich nicht. Job erstellen, die Feldposition ist hier, da habe ich glaube ich immer angefangen. Ich glaube, ich kann ihn auch einfach Bahn fahren lassen. Vorgewende ist bei dem Auslauf, den ich ja hier habe, gar nicht nötig. Machen wir es mal so. Wird das jetzt wieder weggemacht? Okay. So.
Kursgenerator 0, 0, 0, 0, 0, 0, alles 0. Gut. Außer das hier, Fahrzeuge 1. 1, 2, 3, generiere einen Kurs. Das sieht gut aus. Nehme ich. Direkt speichern ist am besten. Kurs speichern auf Düngerstreuer. Achso. Du da? Gib mir Energie, du musst hier weg. Vorsichtig lenken hier, der ist ja immer sehr kurvengierig. So. Man könnte ihn auch empfindlich nennen. Einmal das Feld weiß painten hier und dann. Kann ich anschließend hier, was wollte ich da drauf machen? Sonnenblumen wollte ich drauf machen, siehst du? Na, kalkt er mir das andere Feld direkt mit. Ja. Knapp. Knapp ausgemacht. Naja, geht gerade so. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Jetzt nochmal einen Blick werfen auf den Düngerstatus und auf die Rasenmäher. Also Düngerstatus ist klar, 38, 37, 35 kann ich noch nicht vollständig düngen. Da muss ich erst noch ein abwarten. Auch hier das Nachdüngen, sage ich jetzt einfach mal, da muss ich auch noch warten. Bis ein Wachstumsstep drauf ist, das ist okay. Gut, das ist klar. Da muss ich natürlich noch ordentlich was tun. Das muss noch fertig werden. Da. Da kommt er hin. Da. Da baue ich einen hin. Da baue ich einen Hof hin. In der Hoffnung, dass mir dieses Land bereits gehört, machen wir das mal. So, wir sind auf Feld 52. Einmal drehen. Oh, ne, doch, so. Und das ist ja nicht weit, da können wir mal eben hin.
Guck mal, da haben wir auch noch Unterstand, den wir nutzen können. Theoretisch, noch für kleinere Sachen. Dann geht das ein Stück weiter und dann habe ich hier die riesen Freifläche, die eigentlich gedacht ist wahrscheinlich für sowas wie irgendein Werk oder so. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte da Hallen hinbauen. Und diesmal ohne Foto-Dingsbums. Also nicht übertreiben hier mit Zusatzeinkünften. Das habe ich schon mal gemacht, den Fehler. Dann brauchst du irgendwann gar nichts mehr produzieren. Dann hast du die Zusatzeinkünfte nur durch die oder die Einkünfte, die du brauchst, durch deine, ja, sagen wir mal, Peripherie. Das macht dann auch nichts. Das hat dann keinen Sinn mehr. So, hier genug Platz lassen hinten zum Reinfahren. So. Hallo? Uneben oder was? Also. So, da hätten wir schon mal vier Unterstände für schöne Maschinen. Jetzt brauchen wir noch Landschaftsbau. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Malen. Malen nach Zahlen. So, was ist das für ein Belag? Das müsste das hier sein, ne? Ja, ist es. Eckig. So. Dann wollen wir mal. So, das ist einer. Dann bauen wir uns eine schöne Verbindung nach da. Jawohl. Und hier bauen wir uns auch noch eine Verbindung. So, da ich denke, da kann man mit leben. Dann fährt man hier schön rein, kann von hier hinten aus einparken und theoretisch hier vorne wieder rausfahren. Auch zu unter anderem, ne? Genau.
Und das ist auch ein bisschen zentraler gelegen. Das ist jetzt nicht so. An den Rand der Map gequetscht. Ja. Ja, Mann, nehme ich. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich dafür andere Geräte kaufe. Lass uns doch mal schauen, was unser Konto gibt auf jeden Fall genug her. Dreizehn Komma sieben. Ja, das mache ich. New Holland, der kommt dahin. Wir bauen da eine gelbe Staffel hin. Das ist eine gute Idee. Einmal draufklicken, einmal auf Kombination klicken. 14,5. Ja, zurück. Muss man was anderes noch mal eben schauen. Dazu war weniger, der 10,5. Der mehr? Ja, nehmen wir. Okay. Also, den konfigurieren wir uns mal. Design 1, der sieht ja schon mal ganz cool aus. Ein bisschen was von New Holland hier mit reinnehmen. Design 3, was? Na bitte. Ah, okay. Das betrifft oben die Luke. Was der ist? Sieht ja lustig aus. Wie so ein aufgeblasener Sack. Ich glaube, das ist am schönsten. Oder mit den großen Klappen oben. Design 3, schön. Trelleborg-Bandlaufwerk. Redestein, Räder, Zwillingsbereifung gibt es auch nur. AT-Räder, Vitas-Räder, Conti-Räder, Michelin-Räder. Trelleborg-Bandlaufwerk, cool. Ja, ich nehme das Bandlaufwerk. Es sieht so mickrig aus. Gibt es das auch noch in Breit? Nö. Naja, anscheinend nicht. Na gut. Aber Bandlaufwerk ist okay. Einmal. Zweimal. Einmal zurück, einmal auf Kombination klicken und dann das da. 13,7 Meter. Schön ist, der hat auch 13,7 wie der andere auch. Ich brauche tatsächlich nichts umstellen. Ich kann einfach mit dem die gleichen Feldkurse weiter benutzen. Und ich habe keine Anhänger für den. Für das Mehlwerk.
Ja, voll. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Gut. Silo 1 laden. Da muss abladen. Bitte schön. Dankeschön. Den anderen vielleicht auch noch eben umstellen. Okay. So, es ist jetzt mein Reserve-Gastank. Der fährt erstmal wieder zurück, wie mir scheint. Wo sind Sie? Da sind Sie. Ach, die bleiben so. Okay, ja, auch cool. Sehr schick. Hier kann ich sagen, dass mir der gefällt. Das heißt dann aber auch, dass die Roten wieder zurückkommen. Vielleicht sollte ich mir hiervon noch eins zulegen. Dann habe ich da drüben drei. Ja, weil dann drei. Nee, drei habe ich ja schon. Ich habe ja den für Sonnenblumen und Mais, den habe ich ja auch noch drüben mit dem Maisernter. Ach nee. Ist das das Display da oben? Gute Frage, ne? Mal schauen, inwiefern sich das ändert, wenn ich mein
das Mehrwerk vorne dran mache, da bin ich mal gespannt. Probiere ich auf jeden Fall kurz aus. Auch das noch. Okay. Wie kriege ich das jetzt an? Ja, ist auf jeden Fall was. Tief auf dem Display, aber auch nicht anders als da unten, ne? Es ist einfach nur doppelt. Weiß gar nicht, ob es das ist. Alt rechts plus Pfeiltaste nach rechts. Ja, ist die Frage. Ich glaube, das ist das nicht. Ja, cool. So, erste steht im Stall. Nummer zwei. Glaube, noch mehr Abkürzung kann ich hier gar nicht fahren. Aufklappen? Zuklappen. Einmal aufgeklappt? Hab das aufgeklappt. Nur das Rohr klappt sich ran. Auch nicht schlecht. Oder mich Motor dafür ausmachen.
Nee. Das Standrohr da innen drin, das bleibt oben. Okay. Fehler gefunden. Daran siehst du dann, ob du einen Mähdrescher zurückgesetzt hast. Wenn das Rohr drin ist, ist er resettet. Oder neu. Ja, dann kann ich die anderen ja auch dahin fahren, theoretisch, oder? Nachkommen. Ich habe ja auf der einen Seite, hier habe ich ja noch die Baumwollernter stehen und einen Kartoffelernter. Könnte ich ja dann auch da drüben in den Unterstand stellen. Mal überlegen. Ich bin gespannt, wie die in Action sind. Yeah. Sehr cool. Was mache ich denn jetzt mit den Hütten da vorne? Reiße ich die wieder ab? Lasse ich die stehen? Ich glaube, die reise ich bald wieder ab. Ich hätte das wenn gerne schön hier alles zusammen. Auch wenn der Weg dann da nach hinten zu den Feldern ein ganz klein bisschen länger ist wieder. Dafür habe ich das dann schön an einem Ort versammelt. Genau genommen dann an zwei Orten versammelt. So, stehen sie nebeneinander. Ja, Mann. Haben wir. So, wie sieht das denn hier aus? Gar nicht mal so gut. Okay. Gibt es was zu laden? Eigentlich nicht. Seemaschine 4 gibt es auf diesem Feld noch gar nicht. Ja, aber bald. Aber bald. Sehr bald.
Nach da bitte. So, scharf, Beginn im Vorgewende, im Uhrzeigersinn 25 minus 5, passt mit den Bäumen nicht, ich glaube minus 3 war da, glaube ich, Maximum. So, sollte passen. Ein Vorgewende sollte auch genügen. Brauche ich überhaupt ein Vorgewende? Benötige ich ein Vorgewende? Eine gute Frage. Ja, mach mal eins. Ich versuche das jetzt ohne. So werden wir es jetzt versuchen. Schöne ist, der fängt dann auch hier vorne an und der kann da nach hinten fertig werden. So. Weiß nur nicht, wie es oben am Ende ist, ob da noch irgendwelche Bäume im Weg waren oder nicht. Das war so eine enge Kurve, kann er nicht, weiß ich. War schon. Glaube ich, muss unten anfangen. Oder? Was ist denn hier? Oh. Hey. Entschuldigung, habe ich ausgemacht. Das war ja Quatsch. Deswegen habe ich hier den Start nicht gesehen. Da fällt mir noch was ein. Da fällt mir noch was ein. Das muss dann weg. Ganz geringfügig nur 0,2 oder so. Oder 0,4 von mir aus auch. Aber dann muss auch gut sein. So, jetzt nochmal. Sonst fährt er viel zu weit rüber und macht man nachher noch das Feld 53 mit oder so. Das wäre gar nicht mal so gut. Oh, ja. Womit wir beim Thema wären. Gar nicht mal so gut. Das wäre ihre Chance gewesen und go. Alles in allem sieht das doch eigentlich gut aus. Der Anfang hat er zumindest gut gemacht. Er hat auch nicht zu früh aufgesetzt, also. Kann ich davon ausgehen, dass er das da unten auch nicht macht? Soll ich davon ausgehen oder soll ich es kontrollieren? Mein Vertrauen ist irgendwie so ein ganz klein bisschen Mitleidenschaft gezogen.
bei dem Cosplay? Ich gucke mir das erste Wenden gucke ich mir an. Dann der ganze Krempel da oben hin. Der ganze Krempel ist gut. Steht Material für, keine Ahnung, 2 Millionen. Oh, war das eng? Jetzt mal gucken, wo der ansetzt. Ne, passt gut. Uff. Sehr gut. Gekauft. Sehr gut. Dann können die weg. Die können zurück. Also zurückfahren von alleine. Sie nur bis dahin bringen, wo es ein adäquates Straßennetz gibt. Und dann dürfen die fahren. Auch zum Hafen verkaufen, würde ich sagen. Und da müsste ich dann gleich mal eben ein bisschen leer machen. Warum schaffst du? Hafen verkaufen. Wo bist du? Oh, da unten ist auch ein Feld, also kann ich doch sagen, hier, mach mal. Da gibt es doch schon eine Tour. Also nicht, ob der jetzt versucht, über die Leitplanke zu fahren. Zieht nach innen, zieht nach innen, zieht nach innen. Ja. So ist fein. Das hast du fein gemacht. Ab durch die Waage, die ich irgendwie nicht brauche, aber trotzdem habe. Kette, also nicht Kette, sondern Band. Und schon mal hier hin. Ja, nee. Du. Oh, no, nö. Wo willst du denn hin? Glaubt, er hat Durst. Dann kommt er gar nicht mehr raus. Egal, was ich mache. Okay. Verstehe.
Auch nicht schlecht. Öfter mal ein anderer, ne? Oder was anderes? Aktuelle Wegpunkte reicht, glaube ich. Oh. Naja. Dann muss das auch wieder ausmachen. Auch nicht schlecht. Die ganze Zeit hat funktioniert und jetzt hing er fest. Komm, mach an, das war. So, ich werde jetzt aber noch mal für ein, zwei, drei Minütchen im Hintergrund verschwinden und wir sehen uns nach einem kurzen Päuschen wieder. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Lass es mal so irgendwo so ab 5 bis 7, 8 Minuten sein. Bis gleich.